Guten Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, wurde es mal wieder Zeit für Küste bzw. Küstennähe. Wir sind dieses Wochenende in Kappeln an der Schlei. Und wenn ihr mögt, wie immer, gerne dranbleiben und das Ganze mit genießen. Als erstes ist hier der Albatros, das Original. Im Frühjahr 1958 wurde der Albatros vom Bildhauer Heinz Schrödler mit Hilfe der Schreiner Franz Kowalski und Erwin Krogel aus Kastrop-Brauxel bei der Schreinerei Wechthold Bochum aus Eschenholz und 30 Zentner schwer gefertigt. Und 1958 wurde er damit Blattgold belegt. Unglaublich, aber wunderschön. Aber auch ansonsten der ganze Blick hier so übers Wasser, so an der Hafenlinie entlang. Das sind doch immer Sachen, die man einfach genießen muss. Und das bei mehr oder weniger strahlend blauem Himmel und 6 Grad. Ja, frisch ist es definitiv noch, aber trotz allem wunderschön, wie ihr sehen könnt. Hier nochmal ein kleiner Blick auf diesen Schaufeldampfer. Direkt dort gegenüber. Und dann im Schwenk so langsam hier Richtung Brücke. Und da wird es jetzt auch erstmal drüber gehen, um den Rest des Hafens zu begutachten oder sich einfach anzuschauen und das zu genießen. So, hier nochmal der Blick über den Hafen und dieses Stück hier vorne ist eine Hebebrücke. Und zwar so, dass die Schiffe im Grunde hier raus können und dann dort hinten weiter. Hier am Hafen wird nicht nur kräftig geangelt, auch gut gewohnt. Und schöne alte Züge mit so Holzwaggons hier an der Seite, wo man auch mal so dran lang schlendern kann. Hier geht es lang so an kleinen Restaurants noch. Eine Baumallee und so ein kleiner Segelhafen hier. Also Kappeln ist schon durchaus sehenswert, gleich auf den ersten Metern. Hier kommt jetzt der Segelhafen für die größeren und vor allen Dingen älteren Boote. Da kommt auch nachher noch ein Schild. Vielleicht ist das ja auch sowas für dieser historische Bereich. Hier ist dann der Museumshafen, wie vorhin vermutet. Und die sind alle am Basteln. Ja, hast recht. Das ist immer schön, wenn man zu zweit unterwegs ist und der andere noch gar nicht mitgekriegt hat, dass die Kamera an ist. Was aber nicht dramatisch ist. Ich bin froh, dass ich nicht mehr allein unterwegs sein muss. Ich bin dankbar. Ja, wir haben gerade noch mal gefragt, ob man hier auch mal reingehen darf. Und da steht dann tatsächlich ein Schild, das Betreten des Museumsbereichs oder dieses Hafens ist ausdrücklich erwünscht. Man soll nur die Boote nicht betreten. Das ist ja verständlich. Aber schön, dass es einem zugänglich gemacht wird, um sowas Schickes wie hier diese Old Lady zu sehen oder die Voyager. Das ist schon sehr schön. So, und um die Privatsphäre der Leute, die hier arbeiten, mal so ein bisschen zu schützen, schwenke ich jetzt nur einmal von hier, weil mich gerade jemand darauf angesprochen hatte, den ich nicht gesehen habe, dass er nicht gefilmt werden möchte, was ja völlig okay ist. Deswegen nur noch mal hier so einen Blick einmal entlang dieser ganzen wunderschönen Masten. Falls jemand von euch sagt, das gefällt mir hier alles, hier gibt es auch für, naja, schmales Geld ist vielleicht übertrieben, aber First Class Second Hand Läden für Boote. Muss ja nicht immer die Riesenjacht sein. Wenn einer sagt, er hat ein paar Tausender über, geht das, glaube ich, auch schon irgendwo los. Aber ich denke mal, hier wird es schon wieder teurer.
Aber man darf ja träumen. So, die eine Seite des Hafens hier von Kappeln haben wir jetzt begangen, nenne ich es mal. Und da zwischen den einzelnen Holzstegen uns die ganzen Boote angeschaut. Das ist schon beeindruckend, wie edel die von innen sind und so die verschiedenen Aufbauten. Also echt toll. Aber auch landschaftlich wunderschön. Und jetzt geht's Richtung, ja, auf die andere Seite. Jetzt sind wir ja auf der anderen Seite der Brücke und die hebt sich gerade so schön. Ich finde das ja auch immer ein Schauspiel. Und solange da kein Schiff kommt, gibt es noch mal einen kleinen Schwenk hier auf dieser Seite. Und mittlerweile kommen die Segler. Da sieht man auch schön, dass sie den Platz durchaus brauchen. Hier sind ja ganz viele so Lokale und Fischlokale und Cafés. Und wir haben tatsächlich vorhin am Hafen in so einem kleinen, ja, Fischimbiss, nenne ich es mal, gegessen. Kostet die Hälfte, ist doppelt auf dem Teller und wirklich super lecker. Dort sieht man so drei große Schornsteine und wir vermuten einfach mal aufgrund der Aufschrift, dass sie vielleicht zu einer alten Fischräucherei gehört haben oder noch gehören. Mittlerweile sind wir dann im Fischereihafen angekommen, wo es ja, wie ihr seht, dann doch ein bisschen rustikaler ist, aber trotzdem durchaus sehenswert. So, jetzt haben wir hier diesen kleinen Weg nach oben entdeckt und gehen mal weiter Richtung Zentrum vom Hafen weg. Dort auf dem Schild steht es nochmal, diese drei Türme ist tatsächlich eine Fischräucherei von Friedrich Fö. War die Vermutung doch ganz gut. Und nun geht's in den Altstadtbereich mit dieser herrlichen Kirche vor uns. Hier haben wir den klassischen kleinen Marktplatz, wo es Eis, Kaffee und Steak und sowas gibt. Und auf der anderen Seite ist dann hier so ein schöner Brunnen oder ein Wasserlauf, wo es dann in eine Fußgängerzone weiter hochgeht. Jetzt hier nochmal so das ein oder andere kleine schöne Fachwerkhäuschen. Direkt danach hat man dann hier so einen schönen kleinen Blick noch mal runter aufs Wasser, wo gerade wieder so ein schönes Segelboot kommt. Die Flaggen wehen im Wind, der Himmel ist blau und es ist immer noch eisekalt, aber wunderschön. Und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören und das tue ich jetzt hier. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich bin hellauf begeistert, wie fast immer an der Küste. Im Wind muss man halt zurechtkommen, aber das ist völlig okay. Daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Markus.